Das Wort Transformation hat für mich eine positivere Konnotation als der Begriff Entwicklung. Erstmal denke ich bei Transformation daran, dass die ganze Welt, inklusive der globale Norden, insbesondere der globale Norden und seine Institutionen, sich transformieren müssen. Zweitens hat Entwicklung historisch so einen Beigeschmack von wirtschaftlicher Entwicklung, ist was Wirtschaftliches, während es bei Transformation wirklich um die sozial-ökologische Transformation geht. Wie können wir das 21. Jahrhundert mit all seinen Krisen meistern? Es gibt Herausforderungen, die die Gesamtbevölkerung unserer Erde betreffen. Einmal geht es laut WWGU-Gutachten um das Dilemma der Landnutzung, der Biodiversitätsverlust, Klimakrise und ein dysfunktionales Ernährungssystem führen zu Ressourcenknappheit. Des Weiteren gibt es globale Ungleichheiten zwischen Arm und Reich und Stadt- und Landbevölkerung, die sich vergrößern. Und die EZ kann mit dem Slogan Leaving No One Behind zur Inklusion marginalisierter Gruppen beitragen und eine gerechtere Verteilung von Ressourcen hervorrufen. Ich wünsche mir also, dass es nicht nur bei Worthülsen bleibt, wenn es um Transformation geht, sondern dass sich wirklich was verändert in der Zukunft und ich ein Teil davon sein kann. Ich glaube, wir müssen uns von der Annahme wegbewegen, dass wir andere Länder oder Gesellschaften in irgendeiner Art und Weise entwickeln können. Die wir unsere Partner nennen, sind die Expertinnen vor Ort und wir sollten ihre Projekte unterstützen mit Entwicklungsgeldern. Das bedarf auch mehr Anerkennung anderer Sichtweisen und Positionen, mehr Flexibilität in der Planung, Konzeption und Durchführung von Projekten und eine wirkliche Gleichstellung internationaler Fachkräfte. Ich möchte die Forderungen nach Transformation ernst nehmen und soweit es geht in meiner Arbeit berücksichtigen. Das bedeutet auch, etablierte Prozesse zu hinterfragen, offen für Neues zu sein und uns immer wieder die Ziele unseres Handelns, die SDGs, vor Augen zu führen.